Kein schlechtes Gefühl auf jeden Fall, so ein internes Stadtduell zu gewinnen, ist natürlich immer schön. Wir haben es uns nicht ganz so einfach gemacht. Roland hat auch gerade in der ersten Halbzeit stark dagegen gehalten. Aber ja, wir wussten, wenn wir am Ende konsequent bleiben und unsere Chancen nutzen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Und so ist es dann am Ende ja zum Glück auch gekommen. Was war dann heute Aufschlag für den Sieg? Ich würde tatsächlich sagen, die Breite im Kader. Wir haben dann in der 65. Minute noch mit 2, 3 neuen Leuten noch mal ordentlich Schwung reinbekommen. Haben sowieso immer eine super Trainingsbeteiligung, sind immer mehr als 20 Leute beim Training. Und das merkt man dann im Laufe des Spiels auch, dass man da noch den einen oder anderen Schritt mehr gehen kann, den die anderen nicht gehen konnten. Hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey, Derby-Sieger! Ich glaube auch, dass die erste Halbzeit sehr, sehr ausgeglichen war. Zwei gute Mannschaften. Wir haben gegen Tabellenzweiten gespielt, sage ich, wo wir lange das Spiel, fand ich, offen gehalten haben. Ein individueller Fehler machst du, dann gehst du halt 2-1, sag mal, kommst im Rückstand. Aber du hast hier nichts vorzuwerfen. Ne? Es war ein richtig, richtig gutes Spiel, muss man einfach mal so sagen. Und das Einzige, was man dann halt leider sagen muss, du machst in der zweiten Halbzeit die beiden Tore nicht. In der 50. und 55. hast du gute Doppelchance, musst die Tore machen. Und kriegst genau im Konter, kriegst dann das 3-1, dann gehen so ein bisschen die Köpfe runter. Dann kommen ein, zwei fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters. Lassen wir den einfach mal da vorne weg, der hat es heute vielleicht nicht ganz so einfach gehabt. So, dann kriegst du den Elfmeter zum 4-1 und ja, dann verlierst du den Faden, brichst ein und dann verlierst du Schluss letztendlich, weil Kosmos einfach das Ganze sehr, sehr clever spielt, auch sehr, sehr kaltschnäuzig vom Tor ist, verlierst du halt
6-2, was eigentlich kein 6-2 war, Hüseyin, ja, muss man einfach mal so am Ende sagen. Es war ein Spiel, sag ich mal, kannst du 3-2 verlieren, vielleicht 4-2, aber es war kein 6-2. Also das war am Ende einfach zu hoch. Die Jungs haben gut gespielt, es war ein interessantes Fußballspiel, ohne Derby-Charakter, muss man einfach so sagen. Aber schlussendlich war es aus meiner Sicht einfach 2-3 Tore zu hoch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Kosmos, die Jungs, die machen ihre Sache gut, deswegen stehen sie auch da oben, deswegen stehen wir auch im Mittelfeld, das ist halt der große Unterschied.